Ja, guten Tag, würde ich sagen, an diesem sonnigen, schönen Tag. Auf jeden Fall ist draußen ziemlich schönes Wetter. Ich bin Sarah von LP, wieder mal. Ihr erkennt mich ja wahrscheinlich an meiner Stimme. Und wir machen einfach mal hier weiter. Um ehrlich zu sein, ich habe mir für heute eigentlich gar nicht so wirklich was festgelegt, was wir machen können. Deswegen würde ich sagen, ja, schauen wir mal, ne, was wir machen Ich können. weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Tja, ich Aber bin's wenn ihr halt, noch ne. etwas Ich kann braucht, das halt. Und alles andere, was er noch gesagt, was er noch sagen wollte, hören wir jetzt nicht. So, ja, ich will heute eine entspannte Folge Habt ihr machen. euch schon als Söldner versucht? Ist Ja. genau das Richtige für euch. Ja, aber nicht hier. Ich bin ein Die Magier. besten Stücke aus frisch erlegtem Wild. Ich gehe mal zu Bellators Gemischwaren, denn ich muss noch mein Loot verkaufen. Währenddessen nippe ich manchmal. Werde ich wohl manchmal an meinem Cappuccino hier nippen. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Ja, mir gefällt Hey, alles. Ich will den Laden für haben. Gib manche ihn ist her. es Ramsch, für Verkauf mir mich deinen sind Laden. es Schätze. So. Ich wollte ja noch den Vulkanglas-Streitkolben verkaufen. Das werde ich jetzt auch. So, jetzt verkaufe ich. Wieso habe ich das Diadem nicht mehr ausgerüstet? Schlimm. Schlimm mit mir. So. Was könnte ich. Ja, diesen Schild, den braucht keiner mehr im Moment. Und Wimmelhelm will ich nicht. Ach, wegen dem Diadem der Magier vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt kommt es drauf an. Also, verkaufen werde ich von den beiden erstmal nichts, das kann ich euch sagen. Aber irgendwann werde ich vielleicht mal eins verkaufen. Ich werde meine Gifte verkaufen, das werde ich. Weil ich bin kein Dieb, beziehungsweise kein Assassine, der Gifte braucht. Ja, ich bin ich. Wow. Ich bin ein Magier, wollte ich sagen. Ich habe auch schon vieles zu Hause abgelegt. Die Drachenschuppen kriegt er wie immer. Dwemer Kreisel, Dwemer Metall Alt. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der sich eher für so Dwemer Sachen interessiert. Wenn ihr wisst, ob es jemanden gibt in Himmelsrand, der sich mehr für so etwas interessiert, könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Bitte kommt wieder. Garantiert. Doch, ja, ich komme wieder. Mal. Ja, die letzte Folge war ja ein bisschen doof. Wegen Lydia. Die ist plötzlich verschwunden. Deswegen haben wir unsere super schönen, super starken Zauber nicht mehr. Das ist sehr schade. Und ich werde mal gucken. Vielleicht werden die ja jetzt verkauft. Was haben wir hier? Talmorische Botschaft. Nostrasselm in Schattengrünhöhle. Finden, okay. Kann ich ja irgendwann später mal hingehen. Im Moment will ich erstmal zur Akademie. So. Beziehungsweise, ich will mal gucken, ob diejenige, die Zerstörungszauber verkauft, mit der wir ja in der letzten Folge auch gekämpft haben, wieder da ist bei der Akademie und mir vielleicht ein paar Zauber verkaufen kann. Wunderbar. Ja, die Ladescreens dauern immer ein bisschen. Leider. Aber immerhin erfährt man da ein bisschen was durch die Texte hier unten. Spieler, die sich nicht so mit Skyrim auskennen, können sich hier schlau machen. Und ist der Ladescreen vielleicht endlich mal vorbei? Kommt schon. Ich will keinen Cut machen müssen. Ich warte nur noch ein bisschen. Ah gut, endlich. So. Ach ja, ich wollte noch erwähnen. Ich habe genau zwei neue Mods am Start. Die habe ich jetzt noch nicht installiert. Deswegen werdet ihr von denen jetzt noch nichts merken. Aber ich habe sie mir schon mal Du ausgesucht. Verzauberung. Und ja. Werdet die Die nächsten hiesigen Folgen. Nord können uns vielleicht nicht leiden, aber es Ja. scheint ihnen nichts auszumachen, dass wir ihnen zu verzapfen. So.
Ja, gut, der ist jetzt weg. Der kann verzaubern. So nebenbei. Da muss ich in den oberen Kammern gucken. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, wenn wir die Quest der Akademie geschafft haben, sind wir Erzmagier. Also ich, nicht ihr, ich bin Erzmagier. Euch steht diese Ehre nicht zu. Ihr habt nur zugeguckt. Ihr habt gar nichts gemacht. Ihr habt nur zugeguckt. Daher steht mir die Ehre zum Erzmagier zu. Muah. So, also mir kann es jetzt nicht machen. Ich habe all meine Zutaten ausgelagert. Daher habe ich auch jetzt ein, ja, recht leeres Inventar wieder. Ich höre einen Forstzauber. Oder so. Irgendwie. Keine Ahnung. Himmelsrand. Schlüssel erforderlich. Okay. Wahrscheinlich bekommen wir da einen Schlüssel, wenn wir Erzmagier sind. Wir müssten ja jetzt nach Labyrinthion. Gehen wir da schon mal hin? Ja, doch. Machen wir es, oder? Bevor wir hier ewig rumeiern, nichts zu tun haben, gehen wir lieber nach Labyrinthion, wo wir etwas zu tun haben. Ich suche aber nur nach jemandem, nicht Sie nach hätten diese Niria. Dinge nie aus Satal fortbringen dürfen. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich suche jemanden Bestimmtes, aber sie scheint noch nicht hier zu sein. Was ist das, was ich da die ganze Zeit höre? Klingt wie ein Forstzauber oder so. Ja, gehen die Halle der Elemente zurück. So. Jojojo. Gestern habe ich auch nur eine Folge. Genau, die Folge gestern, die ich aufgenommen habe, die war deswegen etwas. Naja, nicht so Ich brauche eine gelungen, sag Quelle. ich Was mal. Also, geschieht, ich wenn fand die sie nicht Geister im gelungen. Himmelsrand? Ja, ich fand sie nicht so gelungen, meinerseits, weil es war so verdammt warm gestern. Dadurch wurde es auch in meinem Zimmer so verdammt warm, dass ich echt keine Lust hatte, irgendwas aufzunehmen. Aber ich wollte unbedingt eine Folge euch wenigstens gönnen und ja. So, wo war Labyrinthion? Da oben, genau. Kommen wir vom Staubmannsgrab du da gut hin oder von Mortal? Ich gehe mal nach Mortal. Guck mal, ob wir von Mortal da hinkommen. Aber jetzt, heute ist zwar immer noch gutes Wetter, bäh, gutes Wetter. Aber ich bin auch wesentlich besser drauf heute, irgendwie. Vielleicht, weil es in meinem Zimmer heute jetzt noch nicht so ganz warm ist wie zuletzt. So. Und ja, ich werde mir auch irgendwann später nochmal ein Reittier zulegen. So. Ihr könnt mir ja diesbezüglich, wenn ihr wollt, Tipps geben. Wo gibt es da die besten Reittiere? Das müsste ich fragen. Da könnt ihr mich ja gerne mit Tipps versorgen. In welcher Stadt kann man die besten Reittiere erwerben? Oder sind die Reittiere überall gleich gut? Das kann ja auch sein. Da wäre ich ganz, euch ganz verbunden, wenn ihr mir da helfen könntet. Was ist das? Ah, nur eine Spinne. Ach so, ich habe ja noch die Zauber. Feuerball. Mist. Das war's auch schon. So. Ja, ich hatte ja noch die beiden Schwertzauber ausgerüstet wegen dem letzten Kampf da. Doch, ich verdoppel. Na, so. Ich verdoppel den Zauber jetzt erstmal. Ihr könnt übrigens bestimmen, soll ich noch mehr Dungeons machen als bisher? Oder soll ich erstmal wirklich nur straight die, ja, die Aufgaben der Akademie von Winterfeste erledigen? Das könnt ihr ja auch mir gerne sagen. Wollt ihr, dass ich nur noch die Akademie-Quests mache und natürlich dann die Hauptquests?
Klar. Oder sagt ihr, du, mach doch noch mehr Dungeons. Hätten wir gerne ein paar. War wohl keine so gute Idee, von hier aus zu reisen. Weil wir hier ni irgendwie nichts vorankommen. So. Aber insgesamt muss ich sagen, dass Skyrim richtig schön geworden ist. Nein. Nicht schon wieder. Doch. Wieder. Wo ist er? Ja, wo ist er denn? Ei, wo ist er denn? Da hinten ist er. Er kämpft gegen den Riesen. Ob wir uns erst gegen den. So, damit kann man schnell mal seine Zauber abwählen. Wir könnten hier zu dieser Ruine gehen. Ach, das ist Labyrinthion. Na, sag mir doch das mal einer. Und wer kommt jetzt mit Kommentaren wie: Übrigens, da ist Labyrinthion. Dann hau ich euch aber sowas von hier. Fliegt ihr durchs Fenster? Ja, genau. Ich gehe zu euch, macht das Fenster in eurem Zimmer auf und hau euch raus, ne? Ja. Dort habt ihr nicht gesehen hier. Na, heute will ich das Ganze ein bisschen. Labyrinthion entdeckt. Endlich. Wir sind da, wo wir sein müssen. In Labyrinthion. Okay, der Drache hat sich anscheinend verpieselt. Deswegen haben wir jetzt Ruhe beim Betreten von Labyrinthion. Ein interessanter Ort, muss ich sagen. Sieht sehr schick aus. Gold, nehme ich mit. Ich bin zwar kein YouTube-Partner, aber ich bin trotzdem Geld geil. Na. So. Kommt, seht da den Drachen wieder herbeikommen? So, speichern einmal. Passt ja irgendwie. Du störst. Ich sagte, du nervst. Na, Mist, jetzt ist auch Lydia krepiert. Wo habe ich gespeichert? Ah, hier, das ist gut. Ich hätte gerade so schön dem Gespräch dieser Geisterschemen. Dieser Geister lauschen können, aber nein. Drachen müssen immer dann erscheinen, wenn sie am wenigsten erwünscht sind. Sie nerven. Immer, irgendwie erscheinen sie immer, wenn man schon Drachenseelen hat, zum Beispiel. Wo ist ein Eistroll? Da. So, das war das. Atma. Hafnar Eisfaust. Girduin. Savos Aran. Der Drache und der Eistroll da hinten, die haben ihren Spaß. Aber ich komme auch mit ein paar Zaubern. So, der Drache ist erlegt. Ich nehme mit, was er hat. Es passt auch sogar locker in mein Inventar. Na, wunderbar. Sie ist wieder tot. Naja, egal.
Dann würde ich mal sagen, mache ich trotzdem an dieser Stelle einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir Labyrinthion betreten. Ich bekämpfe den Drachen noch schnell, der ist ja sicher keine große Sache, die Eistrolle da. Und ja, speichert dann direkt, sodass wir in der nächsten Folge Labyrinthion betreten können. Also, bis dahin. Ciao.